sehr gute Phasen, wo es echt viel Spaß gemacht hat. Wir haben in Leipzig gewonnen, wir haben in Leverkusen gewonnen, wir haben Bayern geschlagen. Wir hatten leider auch Phasen, wo es gar nicht lief. Himmelhoch jauchzend, wir spielen um Europa, bis der Abstieg steht eigentlich schon fest. Brutal Wert darauf, dass das alles gute Jungs sind. Ja, weil es bringt uns nichts, Zaubertechniker zu haben, aber die dieses Mainz 05-Gefühl nicht haben. Und ich hatte schon das Gefühl, ich will nicht sagen perfekt, aber dass das sehr, sehr gut alles zusammengepasst hat. Das Teamgefüge ist top. Jeder weiß, dass er wichtig ist fürs Team. Die mehr spielen, die ruhen sich nie aus, weil sie wissen, die anderen kleben hinten am Arsch und machen Dampf. Hat man jetzt auch gesehen in dieser Saison. Spieler, die wenig gespielt haben, spielen jetzt gegen Ende plötzlich mehr. Jeder hier brennt auf einen Einsatz mit dem Mainz 05 Trikot. Ich bin stolz, Captain sein zu dürfen von diesem fantastischen Team. Ich bin ja dann ein totaler Pessimist, wenn es losgeht. Also ich habe alle Horrorszenarien zunächst mal vor mir und nach außen erzähle ich immer was anderes. Wir sind im Pokal diskussionslos weitergekommen, dann auch punktemäßig gut in die Saison gestartet. Da ist es, Karim Onisivo macht! Die Saisonstart war gut, er war aber jetzt nicht so überragend. Also Bochum, da hat man schon ein bisschen Dusen. Doppelpack von der Wuchtwumme! Dann haben wir auch Augsburg haben wir noch gespielt. Kopfballmonster! Dann sind wir in eine Saison reingekommen, das war so wellenförmig, das war Mainz typisch. Und die erste Niederlage für die Hausherren in dieser Saison. Im dritten Auswärtsspiel mit dem dritten Sieg. 4:1 am Ende in Hoffenheim. Anthony Cassi rettet einen Punkt für Mainz 05. Da kam ja plötzlich die Diskussion auf, im letzten Jahr waren wir so heimstark und in dieser Saison da haben wir so lange zu Hause nicht gewinnen können. Und da kam dieses Spiel gegen Köln. Nalemasch zum Ersten! Tor! Tor! 3:0! 4! 5:0! War schon so eine kleine Explosion, es war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Wo Karim überragend war und uns da zum Sieg geführt hat. Und das war so ein bisschen auch ein Befreiungsschlag, natürlich auch für die Fans, die da sehnlichst auf den ersten Heimerfolg in dieser Saison gewartet haben. Dann hast du immer wieder gewusst, was die Truppe schon kann. Und jetzt geht es einfach darum, das zu stabilisieren. Am Ende ein 6:2 für den FC Bayern. Es gab wirklich gute Spiele. Eine Woche später dann wirklich schlechte Spiele. Aber es war schon auffällig, dass wir in der Hinrunde einfach so extrem große Schwankungen drin hatten. Wir haben zwar immer mal wieder Spiele gewonnen, haben aber nie wirklich den Fußball zeigen können, den wir alle zeigen wollten. Oder der Fußball, den der Trainer von uns verlangt hatte. Aber es gibt dann Momente, wo es nicht so klappt, wo vielleicht ein paar 50-50 Aktionen gegen uns laufen und da haben wir uns in der Hinrunde dann manchmal ein bisschen fest verunsichern lassen. Aber gegen Ende der Vorrunde, ja, da hatten wir wieder, ja, ich will gar nicht sagen Krise, aber da haben natürlich viele schon wieder gedacht, oh je, wenn das so weitergeht, steigen wir ab. Mittwochabend, Flutlichtspiel auf Schalke. Ja, das war vielleicht so ein bisschen der negative Höhepunkt der Vorrunde. Da war Schalke, glaube ich, Letzter. Und jeder hat natürlich gesagt, ja, da fahren sie jetzt hin, das müssen sie ja gewinnen. Und da haben wir dann wirklich ein grottenschlechtes Spiel abgeliefert. Und da haben wir uns schon intern Gedanken gemacht, in welche Richtung geht es. Weil wenn du mal in so einen Negativsog reinkommst, da musst du schon vorsichtig sein. Und der Nachschuss mit dem Burkhardt macht's! Burkhardt macht's! Gerade nach dem Scheißspiel am Mittwoch war das heute, glaube ich, wichtig für alle, für die Fans, für uns, für die Gruppe. Das war wichtig, dass wir das jetzt als letztes Spiel des Jahres sozusagen auch gezeigt haben, damit wir in 2 Monaten auch wissen, was uns ausmacht und wie wir gerne spielen wollen.
Ich war in dem Moment froh, dass wir zwei Spieltage vor dem normalen Ende, also schon in die Pause gehen durften, dass wir abschalten konnten, dass wir dann eine wirklich gute Vorbereitung organisieren konnten. Das hat uns schon sehr geholfen. Für viele Spieler war die Pause auch mal die Möglichkeit, komplett abzuschalten, zu einer anderen Jahreszeit Urlaub zu machen, wie wir es uns sonst gewohnt sind. Wir haben ja alle so Schreckensszenarien uns da vorgestellt. Wie geht sowas? Über zwei Monate kein Fußball spielen, mitten im Winter kannten wir nicht. Bodo, Martin und ich, wir haben hier, ich weiß nicht, stundenlang gesessen. Wie gestalten wir diese Pause? Und ich glaube, wir waren die einzige Mannschaft, die den Weg gegangen ist, den wir gegangen sind, mit zwei Trainingslagern. Insbesondere diese Mallorca-Geschichte. Also Bo sagt heute noch, wir waren in der Rückrunde so gut, weil wir diese Mallorca-Sache gemacht haben. Ich war ja weg mit der Schweizer Nationalmannschaft, das heißt, ich habe da nicht so viel mitgekriegt, aber ich habe gehört, da war die Stimmung immer wirklich unglaublich gut. Die Mannschaft hat morgens trainiert und keine Ahnung, wo sie dann waren. Die sind oftmals alle zusammen weggegangen abends, die durften essen gehen, die durften auch in die Disco gehen, aber die sind da einfach zusammengewachsen. Im Trainingslager wirklich Wahnsinnsstimmung, alle so positiv, alle immer mit einem Lachen auf den Trainingsplatz gekommen. Und das war für uns so ein bisschen die Initialzündung, dass wir diese Positivität dann auch in die Saison wieder mitgenommen haben. Im Nachhinein, glaube ich, hat uns das den Schub für die Rückrunde gebracht. Für mich ist so ein bisschen sinnbildlich die Spieler, die im Januar dazugekommen sind, weil das genau die Spielertypen waren, die wir auch gebraucht haben. Großer Stürmer, sehr aggressiven Innenverteidiger, vom ersten Tag an direkt performt. Mit Ludo und Andreas haben wir zwei Typen auch wieder geholt, die auch so vom Charakter einfach vom ersten Moment an gepasst haben. Wir hatten bei beiden das Gefühl, die wollen unbedingt hierher. Die haben auch mitgeholfen, mitgekämpft, dass der Transfer klappt. Anke Olsen, das ist einfach ein Spieler, du hast ja geglaubt, der spielt schon zwei Jahre bei uns. Auch als Typ einer, ja, das ist ein Mainzer. Auf Ludo haben wir eigentlich im Endeffekt vier Wochen haben wir gewartet. Stürmer hätten wir viele verpflichten können, aber wir wollten einen Stürmer verpflichten, der uns eine andere Möglichkeit einfach noch gibt. Wir waren nicht mal ausrechenbar, weil sich unser ganzes Spielsystem von jetzt auf sofort ändern kann. Und wenn du so einen Zielspieler hast, der gefühlt 2,30 Meter groß ist, wie willst du den verteidigen? Und genau das haben wir gesucht. Ich glaube, da muss man auch der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, weil wir es eben schaffen, auch Spieler direkt einzugliedern. Wir schaffen es, dass die Spieler sich wohlfühlen. Und eben gerade auch mit der Hilfe dieser beiden haben wir dann auch diese lange Serie der Ungeschlagenheit erreichen können. Also da haben wir schon sehr, sehr lange zusammengesessen, gegrübelt, wie wollen wir das kompensieren, wenn Johnny Burkhardt ausfällt. Dass wir das verkraftet haben, das ist schon ganz besonders. Wir sind ja gestartet dann mit dem Bochum-Spiel. Das war ein sehr, sehr guter Start und haben dann, gegen die kommen wir irgendwie nicht so klar, bei Union verloren. Ich glaube, dann ging es los ab dem dritten Spieltag. Leverkusen, ein solches Spiel abzuziehen, ich fass es nicht! Aber Barrero steht goldrichtig. 1:1 mit der letzten Möglichkeit. Das ist einfach brillant! Was ist denn das für ein Spiel? Ein Punktenhund gegen den großen FC Bayern. Also 10 Spiele für Mainz 05 der Bundesliga ohne Niederlage, das ist fast ein Drittel, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Von Spiel zu Spiel haben wir uns da reingesteigert. Und irgendwann sagst du nach dem dritten ungeschlagenen Spiel, warum eigentlich nicht 4? Und dann warum nicht 5? Wir haben so viel Spaß gehabt in jedem Training und in jedem Spiel. Alle hier waren stolz, ein Teil von dieser Mannschaft sein zu dürfen. Natürlich haben wir auch taktisch und auch physisch sehr viel gearbeitet da in der Pause, was uns auch dann zugute gekommen ist. Aber ich glaube, das absolut Entscheidende war, dass wir einfach noch näher zusammengerückt sind und dann noch mehr als Einheit auf dem Platz gestanden sind. Also ich kann mich erinnern an dieses Spiel in Leverkusen, als die gerade so auf dem Trip nach oben waren. Der hat ihn! Wir haben auch schwächere Spiele gezeigt, die hätten wir früher verloren. Ich
denke jetzt mal an Hertha auswärts, wo wir dann noch ein 1-1 geholt haben. Das war in dieser Phase entscheidend, auch einfach dieses Selbstverständnis zu haben. Auch wenn nicht alles perfekt läuft, haben wir die Mittel, das Ganze noch zu unseren Gunsten zu drehen. Also die Art, wie wir jetzt gerade gegen die Spitzenmannschaften dann aufgetreten sind, also das war schon besonders. Vielleicht wird das Beste in Leipzig. Da gewinnst du dann beim jetzigen Champions League-Teilnehmer in einer Art und Weise, dass das ganze Stadion gestaunt hat. Das ist Wahnsinn für uns, aber glaube ich auch für die Fans, die dann so richtig noch mal mehr Gefallen gefunden haben an uns. Und so ein bisschen die Euphorie zu spüren, war natürlich auch für uns noch mal eine extra Belohnung. Es gab für uns noch mal einen extra Boost. Der beste Moment war für mich das Bayern-Spiel, wo wir zur Pause 1-0 hinten lagen. Und eigentlich die erste Halbzeit haben wir eigentlich auch nicht gut gespielt. Und dann saßen wir in der Kabine und haben zu uns selber gesagt, hey, das kann nicht sein, wir können es besser. Ich glaube, mit der richtigen Körpersprache sind wir da wieder rausgegangen. We went out with the belief that we really can do something. And we did. Art und Weise, wie unsere Jungs dann rangegangen sind, nachdem sie in der ersten Halbzeit eigentlich chancenlos waren, hat dazu geführt, dass die Bayern irgendwann komplett weggeknickt sind. Als hätten sie dann so ein bisschen resigniert, okay, heute, die Mainzer wollten den Sieg heute mehr. Das war echt Wahnsinn. Das war mit Sicherheit der schönste Moment. Yes! Ja! Ja! Unsere Jungs haben keine Chance beim VfL Wolfsburg. Schalke gewinnt, 3-2. Gefühlt waren wir nach dem Bayern-Spiel auf dem Höhepunkt. Wir haben ja dann auch gesagt, wir wollen jetzt die europäischen Plätze auch erreichen. Deutlich und verdient. 4-1 am Ende. Man sagt ja, wenn man ganz hoch ist, kann man auch tief fallen. Und es war halt wirklich so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mannschaft, glaube ich eigentlich nicht, jetzt da übermütig wurde, nachdem wir die Bayern da weggehauen haben. Ich kann es leider nicht so gut erklären. Wir alle können uns das nicht erklären. Wir hätten es auch direkt geändert, wenn wir gewusst hätten, woran es liegt. In Wolfsburg haben wir dann einfach schlecht gespielt, waren da einigermaßen chancenlos. Und dann kommt so ein Spiel Schalke, das war natürlich gewählt, durften wir das nicht verlieren. Und glauben auch heute noch, dass es so nicht korrekt war, wie es abgelaufen ist. Aber du hast das zweite Spiel verloren. Wenn wir immerhin den einen Punkt mitgenommen hätten, hätte uns das vielleicht nicht so auch ein bisschen den Glauben geraubt. Dann ist es in den Köpfen auch wieder drin. Und dann verlierst du auf einmal 4 Spiele in Folge. Irgendwie hat dann plötzlich alles angefangen, so ein bisschen zu stocken. Die Zahnräder sind nicht mehr gut ineinander gelaufen. Frankfurt war vielleicht der negative Höhepunkt der Rückrunde, weil wir da komplett chancenlos waren. So wie man aufhört, so, das trübt dann so ein bisschen das Bild. Wenn du, was weiß ich, an Spieltag 19 bis 23 viermal verloren hättest und hättest am Ende die Spiele gewonnen, dann gehst du ja mit einem positiveren Gefühl in die Pause. Ich denke mal, dass 99% der Menschen auch jetzt geglaubt haben, die 5. Niederlage folgt. Und deswegen war es jetzt so wichtig, dass wir dann nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Dortmund war momentan in Topform, die Feierlichkeiten dort waren alle geplant. Dann haben viele geglaubt, jetzt kommen die Urlauber anmarschiert nach den 4 Niederlagen. Und dann kommst du dahin, also das ist ja schon sehr speziell. Also da kannst ja die Augen können ja blenden, dann alles gelb und diese Atmosphäre, diese Stimmung. Wir hatten auch so gemischte Gefühle, wie geht die Mannschaft damit um? Tor! Hat Gosen! 1-0, Mainz 05! Damenheld! Die wollten da so ein bisschen Jojo spielen und haben nicht damit gerechnet, ja, wie wir da drauf gehen. 2-0! Was die Jungs dann rausgehauen haben, das hat uns vielleicht jetzt mehr gebracht wie der Sieg gegen Bayern München. Stabilisierung sieht daran,
wenn du mit schlechten Phasen umgehen kannst. Der Verein ist nicht auseinandergefallen. Also man hat sich jetzt nicht gegenseitig angemacht. Man geht kritisch mit der Situation um, aber Mainz 05 ist Mainz 05 geblieben. Sonst wäre das, was dann passiert ist, im Endeffekt gar nicht möglich gewesen. Deswegen bin ich mit der Saison super zufrieden. Das ist eine Entwicklungsstufe, dass wir auch vor diesen großen Gegnern einfach keine Angst haben. Wir fahren nicht mehr nach Leipzig, Dortmund, Bayern und glauben, hoffentlich nur 1 oder 2-0. Und ich glaube auch, dass die alle nicht gerne gegen uns spielen. Und wenn wir einen schlechten Tag haben, können wir mal die Kiste voll. Wir haben 6-2 in München, kann passieren. Aber wenn man nach ein paar Minuten spürt, wir sind in dem Spiel drin, können wir jeden schlagen. Und ich glaube, wir haben die meisten Tore aller Bundesliga-Saisons geschossen. Das muss ich mir vorstellen, Johnny wäre noch dabei gewesen. Also dann glaube ich, das hätte uns noch mal einen Schritt weiter nach vorne gebracht. Deswegen, wir vermissen den alle, drücken dem die Daumen. Es war eine solide Saison, aber ja, die Kirsche auf der Torte hat halt gefehlt. Klar, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Das war ja natürlich auch das erste Ziel, ja, und das haben wir souverän erreicht. Das ist sicher positiv hervorzuheben. Aber ich meine, ich finde es auch okay, dass wir alle jetzt hier so ein bisschen Enttäuschung auch haben, weil wir doch auch nahe dran waren. Wir müssen uns auch hinterfragen, warum wir in den entscheidenden Situationen da nicht noch mehr rausquetschen konnten. Das werden die Jungs auch machen, bin ich überzeugt. Das haben wir auch schon angesprochen. Ja, es geht ja darum, sich zu verbessern im Leben und dass wir nächste Saison stärker zurückkommen. Wir waren ja im Endeffekt bis zum vorletzten Spieltag in Tuchfühlung zu Europa. Und wenn man weiß, wo wir herkommen, also was hatten wir, 7 Punkte nach der Vorrunde, dann sind wir auf dem Weg der Stabilisierung sehr weit vorangekommen. Und jetzt geht es einfach darum, vielleicht noch eine Schippe draufzulegen, zu überlegen, was können wir noch verbessern. Das machen wir aber im stillen Kämmerlein. Was können wir an der Mannschaft im Rahmen unserer Möglichkeiten noch verändern, um dann in eine neue Saison zu gehen. Und ich kann es jedem versprechen, Klassenerhalt ist die Nummer 1. Und sobald das feststeht, setzen wir uns vielleicht neue Ziele.